was da oben ist. Ah, hier kommen wir wieder an den Stürsch. Hier brauchen wir wieder einen Fisch. Mit dem können wir nach oben. Und der kann dann das Ganze durchbeißen, oder? Ja, komm her. Genau, danke schön. Oh, jetzt darf ich mit ihm aber auch nicht hier. Oder? Der kann doch bestimmt hier... Der Fisch ist doch bestimmt ein Fisch. Jetzt muss ich mich aber auch beeilen, damit der hier nicht... Ach, die haben aber Angst vor mir. Die beißen mich nicht. Bleib hier. Mach dich. Was habe ich getan? Was ist hier? Hä? Ach, der ist wieder hier unten fest. Ich brauche einen Fisch wieder, der ihn losbeißt. Guck mal, der greift uns, der greift die anderen Fische, greift er nicht an. Das war jetzt aber nicht so schlau. Egal, holen wir den anderen einfach hier so. Hier oben müsste doch noch mal ein Fischi sein, oder? Mein Superfisch. Ich glaube, das sollte jetzt eigentlich nicht so sein. War jetzt wahrscheinlich gar nicht so geplant. Ah ne, da kam er her. Ist der überhaupt hell genug jetzt? Ja. Hä? Oder mussten wir den gar nicht befreien? Müssen wir da vielleicht einfach nur hin? Ja, hier ist noch der böse große Fisch. Oh nein, wir haben ihn besiegt. Schnell runter. Oh, es ist so krass. Wir haben ihn. Was passiert? Ich glaube, wir haben das erste Level erfolgreich abgeschlossen.
Hier sieht es ja noch cooler aus. Ach, wir sind schon drin. Wir können uns schon bewegen. Boah, wie cool sieht das denn hier aus? Aber er schwimmt sehr langsam. Er schwimmt sehr, sehr, sehr langsam. Oder es wirkt nur so, weil die Map so groß ist. Es öffnet sich. Oder? Auch schon mal rein. Ist gar nicht angsteinflößend. Dann gehen wir einfach mal rein. Wenn das jetzt zuklappt, sind wir tot. Wir machen das einfach mal. Okay. Ach, wir sind im Inneren. Guck mal, wie cool die Figuren hier. Was kann ich hier machen? Gar nichts. Kann ich dagegen? Nee. Diese Raumdesigns sind so schön. Mir fehlen wirklich die Worte. Und jetzt fängt auch noch Musik an. Und was für ein Soundtrack. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was für ein schöner Soundtrack. Ich wusste, da kommt noch ein Soundtrack irgendwie. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Es wird eine Geschichte erzählt, auf jeden Fall. Hier ist es wieder eins von diesen Tieren, die im Vorderraum waren. Und hier liegen ganz viele. Es besteht aus ganz vielen Leichen von Tauchern, wenn ich das richtig sehe. Die vielleicht geopfert wurden oder getötet wurden, man weiß es nicht. Man weiß noch nicht ganz, was die Geschichte hier erzählt. Aber es geht auf jeden Fall um die Taucher, die, glaube ich, hier Opfer hier gefunden haben. So sieht es ein wenig aus. Hier ist eine Treppe. Geht's aber, denke ich mal, nicht hoch. Nee. Nun werden wir schon selbst zum Opfer oder wir aktivieren die Platte. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Wir haben uns damit woanders hin teleportiert, oder? In einen anderen Raum. Es ist so cool, weil die Steuerung so simpel ist. Und trotzdem so genial. Oh, wo sind wir jetzt da? Hallo? Ach hier. Ich dachte gerade, wo bin ich? Jetzt sind wir hier wieder im. Hier ist wieder alles ganz. Dicht. Schaut mal, wie dicht hier alles wächst. Wir sind ganz tief in den. Oh, ich glaube, das sollte uns besser nicht treffen, was wir da sehen.
Ah, wir haben einen Fisch. Sollen wir den satt machen? Ah, nee, wir sollen ihn hier oben hinführen. Komm hier hoch. Damit er das hier oben durchspeist, wahrscheinlich. Ja, ah. Die Spielphysik ist auch sehr cool gemacht. Ups. Es sind immer wieder diese kleinen Rätsel, die man hier lösen muss. Die machen echt Spaß. Oh, da ist ein neues Tier. Was hat er für eine Fähigkeit? Gar keine. Okay. Ich habe das Gefühl, das war nicht so gut. Nee, das war nicht so gut. Also am Anfang kommen wir noch durch. Ah, nee, da haben wir mehrere von denen. Ah, okay. Das heißt, wir holen jetzt hier. Sehr gut. Die sehen auch sehr cool aus hier, diese Speerdinger. Und jetzt noch einen. Ah ne, wir haben nur noch zwei sogar. Wie leblos er dann immer da hängt, wenn man die Kontrolle hier über einen hat. Ah, die ist geworden, aber dann doch immer wieder. Das Ziel war was anderes hier oben, was ich machen muss mit dem Fisch. Ah, hier oben sind ganz viele kleine Fische. Ah, weil es ein Schwarm ist. Kommen hier alle hinterher. Ah, und wenn der gleich ganz viel davon gegessen hat. Beziehungsweise die ganz viel alle davon gegessen haben. Wir müssen jetzt ja einmal durchfliegen. Dann sind die satt. Genau. Nee, das hat überhaupt nicht funktioniert. Warte doch. Hä? Aber sind denn ihre Reflexe dadurch langsamer geworden oder so? Weil ich sehe jetzt nicht, dass ich da dass ich da irgendwas verändert hat, wenn ich ehrlich bin. Aber egal, wir haben es überlebt. Vielleicht werden die auch langsamer, je öfter man da reingeht. Vielleicht das. Oh. Was ist das für ein Baum? Da oben ist auch wieder ein neuer Fisch. Rüttel dich und schüttel dich. Oh, den können wir gar nicht kontrollieren. Ah doch. Hä? ich habe einen Pullover am Kopf. Also ein Vogelfütterer halt heute. Ich muss wahrscheinlich die anderen hier suchen und den Vogelfütter machen. Den Vogelfütterer. Aber wo sind die? Das ist halt die Frage. Müssen wir die wohl woanders holen, wie es aussieht. Boah, sind wir hier in den Tiefen.
Kommen die anderen da mit? Oder muss ich mit dem kleinen Fisch hier jetzt die Vögel füttern? Kann ich überhaupt in ein anderes Level als eine andere Kreatur? Geht das überhaupt? Werden wir jetzt sehen. Ne, es geht nicht. Das ist jetzt schon wieder ein Rätsel. Okay, da bin ich. Steht da schon aus? Nach draußen quasi so locken oder? Nee. Was bringt uns das? Haben wir ihn? Gehen die jetzt weg, weil das Licht ist vielleicht? Hoffentlich. Ja. Sie sehen mich jetzt als einen von ihnen an. Nee, sehen sie nicht. Oh oh. Geh weg.